Was sind eigentlich Gewohnheitsdrachen? Warum wir sie alle haben und sie dennoch selten wahrnehmen und wie und wieso wir sie wieder öfter lebendig werden lassen sollten. Das und mehr in dieser Folge. Aloha allerseits und herzlich willkommen zu deinem Podcast für heitere Gelassenheit. Mein Name ist Pia und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu mehr Freude und Leichtigkeit im Sein begleiten zu dürfen. Der Titel für die heutige Folge ist mir heute Morgen, als ich die Augen aufgeschlagen habe, in den Kopf geflogen mit Anlauf und einem großen Flügelschlag. Und das, was ich gesagt habe in diesem Moment, war einfach nur wow. Gewohnheitsdrachen. Was sind denn eigentlich Gewohnheitsdrachen? Gewohnheitsdrachen sind Dinge, die wir im alltäglichen Leben tun, ohne darüber nachzudenken und ohne sie überhaupt noch wahrzunehmen, weil sie so voll automatisiert sind. Gewohnheit eben. Und ich hatte auf dieser wundervollen Victorious Visions Reise, die ich jetzt nach Portugal gemacht habe, viele wundervolle Gespräche und eins davon hat im Auto stattgefunden. Und da kamen wir auf das Thema Autofahren und wie automatisiert das geworden ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fahre selber hier in Berlin nicht regelmäßig selber Auto, außer es braucht mal wieder jemand, der einen Sprinter fährt, dann bin ich am Start. Aber ich fahre gerne Auto und ich erinnerte mich in dieser Autofahrt, während dieser Autofahrt an eine Situation mit meinem Patenonkel, der mir damals, als ich 16 war, versprach, dass wenn ich mein Abitur mache, er mir seine Corvette für den Abi-Corso geben würde. Also wer sich auskennt mit Autos, Corvette, ein schöner Sportwagen, Zweisitzer, es war ein Cabriolet in Königsblau damals. Und ich habe Abi gemacht und er hat sein Versprechen gehalten und hat mir das Auto nach Bonn gebracht aus Frankfurt. Und ich war so aufgeregt. Ich hatte gerade 3 Monate meinen Führerschein. Und als ich eingestiegen bin, hat er zu mir gesagt, ja, genieß es nicht nur mit diesem Auto, sondern überhaupt das Autofahren, weil irgendwann wird es zur Gewohnheit. Und dann ist es nichts Besonderes mehr. Dann steigst du einfach ein und benutzt es, um von A nach B zu kommen. Aber dieses Gefühl von Freiheit, dieses Gefühl von einfach losfahren können, das ist was ganz Besonderes. Erinnere dich daran. Und so ist es quasi losgegangen mit meinem Autofahren. Und damals hatte ich noch dieses Bewusstsein für die Besonderheit dieses Moments und jedem Moment. Aber auch das ist natürlich irgendwann zur Gewohnheit geworden. Und ich habe einfach gar nicht mehr drüber nachgedacht, wenn ich den Schlüssel ins Zündschloss gesteckt habe und losgefahren bin. Gestern hatte ich noch ein wundervolles Gespräch mit einem ganz tollen Menschen in meinem Leben, den ich auch durchaus als Mentor und Freund bezeichnen möchte. Und er hat mir erzählt über viele Momente, die er ganz bewusst wahrnimmt in letzter Zeit, weil sie so besonders geworden sind. Und zwar sind das Momente mit seinem Sohn zum Beispiel, wenn er auf den Spielplatz geht oder mit dem was unternimmt. Und wer von euch Kinder hat, für den ist es natürlich auch eine Gewohnheitsgeschichte oder auch ein Gewohnheitsdrache, jeden Tag mit ihnen aufzuwachen, jeden Tag mit ihnen zu verbringen. Und ich weiß, dass Eltern da ziemlich gut drin sind, Gewohnheitsdrachen wieder Aufmerksamkeit zu schenken, weil sie einfach sehen, wie schnell es weitergeht. Und weil Kinder einfach wachsen und größer werden und sich verändern. Und deswegen gibt es vielleicht öfter mal ein Wow für das, was gerade ist. Als ich heute Morgen aufgewacht bin und ich habe aus meinem Fenster geguckt, der Himmel strahlend blau, die Sonne strahlt von hinten über das Gebäude
auf diese herbstlichen Bäume, die alle in den buntesten Farben leuchten. Da ist mir ein großer Gewohnheitsdrache über dem Kopf geflogen und hat ganz laut "Wow" gesagt. Sein Blick, den ich fast jeden Tag habe, immer wenn ich morgens bei mir aufwache. Bin zwar viel unterwegs, aber trotzdem ist es ja schon seit einigen Jahren meine Wohnung hier. Und dieser Blick nach draußen, der Himmel mit seinem strahlenden Blau, die Bäume mit ihren bunten Farben, der Mond, der auch noch rechts ganz fett am Himmel war, hat mir ein großes Wow entlockt. Und schwupps, da waren die Gewohnheitsdrachen. Gewohnheitsdrachen, diese kleinen Dinger, die wir so in unserem Alltag haben und kaum noch wahrnehmen, weil wir uns so daran gewöhnt haben. Was sind deine Gewohnheitsdrachen? Vielleicht der Kaffee am Morgen, das Zubereiten vom Frühstück, im Bus zur Arbeit fahren, die Runde mit deinem Hund spazieren gehen. Was sind deine Gewohnheitsdrachen? Die Dinge, die du einfach so machst, die ganz normal geworden sind. Ich möchte dich einladen mit dieser Folge, jeden Tag in dieser Woche mindestens einen Gewohnheitsdrachen zu entdecken und ihn mit einem Wow wahrzunehmen. Du kannst das Wow laut aussprechen. Das wird dir und den Menschen in deiner Umgebung auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Vermutlich werden sie nachfragen, warum sagst du jetzt Wow? Und vielleicht möchtest du es ihnen erzählen. Vielleicht sprichst du es auch still für dich. Aber ich möchte dich einladen, wirklich mindestens einmal am Tag so einen kleinen Gewohnheitsdrachen zu entdecken, den du in deinem Alltag hast. Und wir haben sie alle. Was dadurch passiert ist, dass du einfach mehr Bewusstsein und Achtsamkeit für die Dinge wieder bekommst, die für dich selbstverständlich geworden sind. Und sind wir mal ehrlich, was ist wirklich selbstverständlich? Was für ein Wunder ist es, dass wir hier auf dieser Erde sind zu dieser Zeit, dass wir leben, dass wir atmen, dass unser Herz einfach so schlägt, dass unser Atem einfach so funktioniert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir uns alle unseren Gewohnheitsdrachen mit mehr Wow wieder begegnen, wir auch mehr Dankbarkeit und Bedeutsamkeit für uns und unser Leben spüren können. Vielen Dank, dass du dir die Folge heute angehört hast. Vielen Dank auch für eure wundervollen Bewertungen, sowohl auf Spotify als auch bei Apple Podcasts. Wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, freue ich mich natürlich darüber, wenn du das tust. Natürlich auch über deine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Und ich möchte euch gerne einladen und dich gerne einladen, wenn du Lust hast, am 22. Oktober in die Pfalz zu kommen. Denn da bin ich eingeladen für meinen Workshop Lass es einfach sein. Und wenn du Lust hast auf ein bisschen mehr Bewusstsein, ein bisschen mehr Leichtigkeit in deinem Leben, dann ist das genau das Richtige für dich. Wenn du mehr Infos haben möchtest und Lust hast, dich noch anzumelden für einen der letzten Plätze, schreib mir gerne eine Nachricht. Ich packe dir meine E-Mail-Adresse nochmal in die Shownotes, pia@victorious-visions.com. Du kannst mich auch gerne anschreiben über Instagram, @victoriousvisions2018. Und ich freue mich auf alle, die ich dort treffe oder vielleicht auch in Zukunft bei dem einen oder anderen Workshop.